Heute sprechen wir über die besten und schrecklichsten Filme des Jahres 2021 und es hat an beiden wirklich nicht gefehlt. Außerdem blicken wir mit Antje in die Zukunft, wir trinken ein paar Drinks, wir machen Party und es gibt eine Menge zu gewinnen. Alles das ist was mit Film. Hi, ich habe sie zum ersten Mal als Tröte benutzt, denn heute ist Partytag. Hi, yeah. Niki. Hi, Mirko. Bist du in Partylaune? Ja, ich bin gut drauf, auf jeden Fall. Ich auch, muss ich sagen. Hi Leute, cool, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zum letzten Mal in diesem Jahr 2021. Lasst es uns heute Revue passieren. Lasst uns alles nochmal aufarbeiten, was uns belastet, was uns gefreut hat, was uns zum Lachen gebracht hat, was uns zum Weinen gebracht hat und alles dazwischen. Aber ja, bevor wir das machen, haben wir was zu verschenken. Das gibt's nicht für umsonst, sondern nur im Tausch mit euren Geheimtipps. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was nämlich der Preis ist, ist ein Bundle an 5 Blu-rays. Aber ihr wisst nicht, welche dieser 3 Blu-rays ihr bekommt. Und zwar sind es einmal The Outsiders vom großen Francis Ford Coppola, ein Film, der ganz viele Leute berühmt gemacht hat. Unter anderem Emilio Estevez, Tom Cruise, wer steht hier noch so? Patrick Swayze, Matt Dillon, Diane Lane, ein echtes ein Ensemblestück über rivalisierende Gangs in dem Amerika der 60s. Dann natürlich der große Mulholland Drive von David Lynch, sein Meisterwerk, oft zum besten Film des aller Zeiten vielleicht, nein, des 21. Jahrhunderts gewählt worden. Stowaway, ein Thriller, der im Weltall spielt. Stowaway wegverstaut, ein Mensch wird wegverstaut auf dieser Raumstation und taucht dann wieder auf, sobald sie auf dem Weg zum Mars oder something sind. Mhm. Und sie denken, oh shit, wir haben eine zusätzliche Person an Bord. Wer ist das? Wo kommt der her? Spielt da jemand ein doppeltes Spiel? Dann haben wir noch, habe ich leider gerade nicht hier vorliegen, aber The Green Knight ist auch mit im Bundle. Der Film von David Lowery, der poetische Artus-Saga-Film, der dieses Jahr rauskam. Und zu guter Letzt Bigfoot Junior, der Sohn des Bigfoot, The Son of Bigfoot, ein Animationsfilm über den Sohn von Bigfoot. Ihr könnt jetzt Dreierbundles gewinnen. Es gibt 5 Dreierbundles zu gewinnen, indem ihr auf den Link klickt, den ihr unten in der Videobeschreibung seht, oder über unseren Instagram-Kanal, über den Link in der Bio dorthin kommt, oder einfach über fredcarpet.com auf das Gewinnspiel klickt. Dort findet ihr ein Kontaktformular und alles, was wir von euch wissen wollen, ist, welcher ist euer filmischer Geheimtipp des Jahres 2021. Klingt erstmal einfach, weil man denkt, Geheimtipp ist wahrscheinlich auch schon James Bond oder so. Aber nein, wir werden es so machen. Jeder Filmtipp, der 2-mal eingereicht wird, wird automatisch aus dieser Liste rausgeworfen und wir losen am Ende nur unter den Überlebenden aus. Und ihr dürft euch natürlich auch nicht irgendwelche tschechischen Kurzfilme raussuchen oder ausdenken. Wir checken schon, ob es ein echter Geheimtipp ist oder nicht. Wir gehen das nochmal durch. Ihr habt Zeit dafür von heute, dem 15. Dezember, bis zu Heiligabend, bis zum 24. Dezember. Das heißt, ihr könnt noch unter dem Tannenbaum an eurem iPad sitzen und dieses Kontaktformular ausfüllen und eins dieser 5 Bundles gewinnen. Also schickt uns fleißig eure Geheimtipps, welchen Film haben wir alle verpasst, der aber richtig, richtig gut war und nicht zu mainstreamig werden. Ja. Los, cool. Ich glaube, ich mache auch mit. Macht mit, auf jeden Fall. So, Niki. Ja. Ich muss sagen, ich habe ein Guilty Pleasure im Privatfernsehen. Oh. Immer so an Weihnachten rum, Silvester. Mhm. Also mein Ritual ist eigentlich so ein bisschen verkatert, aufwachen an Neujahr und dann läuft da die Wiederholung von so einer Sendung auf ProSieben, wo immer so große Fotos besprochen werden. Und ich fand das immer so toll. Und jetzt, wo wir hier eine eigene Show haben, dachte ich, wir können das ja auch hier mal ein bisschen reinsneaken vielleicht. Mhm. Und wir haben ja auch ein Jahr zu besprechen, deswegen präsentieren wir jetzt die Fred Carpet großen Bilder 2021. Verklagt uns nicht, bitte. Du kennst die Bilder nicht, muss man dazu sagen. Das ja. Heißt, du kannst mal ein bisschen Rätsel raten. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Unser Bild 1. Ja, das ist Andrew Garfield, der sich mit dem Spider-Man-Kostüm an Geländer festklammert. Also ich nehme an, das sind News about Spider-Man. War da nicht sowas, obwohl es nicht ganz klar war, ob er noch weiterhin Spider-Man sein wird? Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Das war die große Frage vor 3 Monaten ungefähr. Tritt in No Way Home auch Tobey Maguire und Andrew Garfield auf? Und besonders irgendwie, Andrew Garfield hat sich ganz hart dagegen gewehrt, dass Leute denken, er würde da irgendwie mitspielen. Hat 20 Minuten am Stück gesagt, nein, nein, hier hat mich jemand gefragt, nein, nein, bitte frag mich nicht weiter. Dann ist dieses Video aufgetaucht, irgendwie VFX-Experten von der ganzen Welt haben sich gemeldet und haben gesagt, ich kann da keinen Fake erkennen, ich glaube, es ist echt. Unfassbare
Diskussionen auf YouTube und in anderen journalistischen Medien. Und jetzt kommt der Film ja heute zumindest für die Presse raus. Und ich glaube, es ist mehr oder weniger bestätigt, es ist kein Fake. Das war dein erster Bar. Sitzt da wirklich. Ja. Tja, ich meine, er hat ja seinen Job gar nicht so schlecht gemacht. Zu faken, dass er nicht dabei ist? Nee, zu faken war Katastrophe, dass er gefaked hat, dass er nicht dabei ist. Aber ich meine, so als Spider-Man war es jetzt nicht ganz so katastrophal. Ja, fand ich auch. Also er war das geringste Problem, fand ich, von seinen zwei Filmen so. Das ging. Ja. Und aber schon interessant, womit wir uns heute so konfrontiert sehen, wie gut man deepfaken kann, dass man wirklich solche Bilder dann sieht und denkt, ist das jetzt sein echter Kopf oder ist das irgendjemand, der das super professionell nachgewuschelt hat? Also ich glaube, VFX-Experte ist für die Zukunft richtig ein guter Job. Doch. Ja. Aber vielleicht geht man ja irgendwann bald weg von diesen ganzen Deepfake-Geschichten und macht es wieder. Wer weiß, irgendwann kommt ein Olaf Scholz-Deepfake von irgendwas ganz Schrecklichem oder so und dann lädt man diese VFX-Artists wieder ein, die dann sagen, also ich kann da nichts erkennen oder so. Das ist, who knows. Nächstes. Bild Nummer 2. Uff. Das ist eine sehr gute Frage. Also hier ist noch so ein kleiner Hinweis unten in der Ecke. Ja, ein Oscar-Zeichen, glaube ich. Oscar-Brand, ne? Ja, eingebrannt. Das ist ein Filmstill quasi. Das kann ich noch verraten. Ist nicht The Father, oder? Tatsächlich ist es für den Film The Father ein Bild. Es ist Sir Anthony Hopkins. Ja, ja, schon. Aber in was, also Auszeichnung für ihn? Also, weiß ich. Yes. Okay. Es ist nämlich das Einzige, was wir von Anthony Hopkins gesehen haben dieses Jahr bei der diesjährigen Oscarverleihung. Er war nämlich nicht da, als er den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen hat. Und das ist für mich das enttäuschendste Bild des Jahres. Also dieser Abend war sowieso schon so abartig langweilig. Ich habe nie so eine schreckliche Verleihung gesehen wie diese Oscars. Und dann am Schluss haben alle mit der Chadwick Boseman dem Oscar gerechnet für Ma Rainey's Black Bottom. Und das wäre halt ein Postmortem-Oscar gewesen und wahrscheinlich noch ein schöner emotionaler Abschluss dafür. Und dann ist es Anthony Hopkins, der ein toller Schauspieler ist und auch einen tollen Job gemacht hat in The Father, der aber auch nicht da ist, nicht mal zugeschaltet, weil er wahrscheinlich alt ist und schläft. Und nicht richtig weiß, wie das funktioniert. Ja. Ja, er wohnt in UK. Ich glaube, der ist wirklich früh gewesen. Ja, so. Vielleicht wollte er sich dem nicht aussetzen oder hat keine gute Bandbreite, Internet, keine Ahnung. Auf jeden Fall sitzt da Joaquin Phoenix vorne und sagt, ja, es ist Anthony Hopkins. Tschüss. Also, alles Kamera vorbei, geht nicht mal nach richtig. Oben, genau. Ja, Questlove fängt sein Musikstück an. Okay. Und so. Ja. Okay, also das war so ein bisschen mit eines deiner größten Disappointments, sagst du, so von den News, die so reingeflattert sind. Dieses ja. Okay. Ja, fand ich schon. Kann ich verstehen. Dafür ist das Bild, man muss sagen, das Bild ist trotzdem sehr schön. Ja, also das ist ein gutes Foto. An dem Bild hat es nicht gelegen. du hast den Drink gerade in der Hand. Ich habe ganz vergessen, ihn zu erwähnen. Wir trinken heute Espresso Martini. Das ist der Drink des Jahres 2022. Ich habe die Empfehlung von Wolfgang M. Schmidt Junior, unserem Filmkritiker-Kollegen von YouTube. Und es ist, wie findest du es? Ich finde ihn erstaunlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ein alkoholischer Drink mit Kaffee mich so verzaubert, tatsächlich. Das Einzige, was ich befremdlich finde, sind so ein bisschen die Kaffeebohnen, die dann zu snacken. Ich habe ihn gerade gegessen, ja. War keine gute Idee. Sehr eklig. Ja, aber lass sonst uns doch, ist er sehr cool. Ich habe es getrunken, wie schlecht. Lass uns trotzdem nochmal anstoßen. Tschüss. Auch. An euch, ne? Ja. Ihr müsst uns angucken, sonst wisst ihr, was das so heißt. Drei Kaffeebohnen. Du ich habe mir halt 10 Kaffeebohnen reingemacht. Ganz elegant machen und kurz in der Hand und wegräumen oder du schluckst es einfach runter. Da ist es auch nicht. So macht man das ja. Ist das eklig. Also ich finde, du hast schon die erste Dschungelcamp-Sache bestanden. Ja. Lass uns weiter einen Text geben. Ja, lass uns weitermachen. Uff. Flaggen. Spieße. Dokumentar. Also so historischer Film. Nacherzählt. Ja. Ja, was sind das für Waffen? Das kann ich nicht so gut das erkennen. Sind es Waffen? Sind es Sticks? Es sind Waffen, ja, es sind Schusswaffen. Ach so, es sind einfach Schusswaffen. Alles, was ich sagen würde, wäre falsch wahrscheinlich zu den. Okay, irgendein Bürgerkrieg, der reenacted wurde? Nee, kein Bürgerkrieg, sondern schon größer. Uff, nee, keine Ahnung. Und wir sehen viele knallrote Flaggen hier. Es ist tatsächlich ein Filmstill, die letzte Einstellung aus dem Trailer für den Film The Battle at Lake Changjin. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen in diesem Jahr. Die teuerste chinesische Produktion aller Zeiten. Und jetzt ist das Jahr vorbei und es stellt sich raus, es hat sich ausgezahlt. The Battle of Lake Changjin
ist nicht nur der teuerste chinesische Film aller Zeiten mit drei Regisseuren, von dem einer Choi Hawk ist, über den es auch eine Ausgabe des Genre-Geschehens-Podcasts gibt, sondern auch der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten, der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film aller Zeiten und der erfolgreichste Film weltweit im Jahr 2021. Okay. The Battle at Lake Changjin. Krass, Respekt. Hat im Westen zumindest sehr zwiegespaltene Kritiken oder negative Kritiken bekommen, weil es ein propagandistischer Film ist, wie ihm unterstellt wird, wohl im selben Maße wie auch Pearl Harbor zum Beispiel ein propagandistischer Film ist. Dass es diesen Film gibt, wurde bekannt gegeben bei den Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der, 100. Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas. Also man merkt schon, es gibt da so Verbandelungen vielleicht zur chinesischen Politik. Es geht um einen entscheidenden Sieg über die Amerikaner im Koreakrieg, if I'm not mistaken. Ich habe ihn leider nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Okay. Aber es war das Kinoereignis im Pazifik und auf der Welt im Jahr 2021. Dann hoffe ich, dass er bald im Stream verfügbar ist, damit wir ihn auch alle bingen können. Einfach um eine Meinung dazu zu haben. Richtig. Das ist, glaube ich, ganz, ganz okay. Aber er zeigt auf jeden Fall, die Zukunft des Kinos ist chinesisch. Scheint so. Oder insgesamt eher so asiatisch angehaucht. Weil ich meine, in Korea kommt ja auch eine Menge Gutes reingeschwappt zu uns auf dem Markt. Das ist nice. Sehr cool. Also es mag vielleicht auch an Corona tatsächlich liegen, dass dort viele Kinos noch geöffnet waren und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Land, in dem die Leute viel ins Kino gehen. Das ja erstmal ganz wertfrei ich gut finde und was die Filme dann sind, das muss man vielleicht nochmal gucken. So. Ich muss das mit reinnehmen. Ich muss das mit reinnehmen. Es ist einfach das schrecklichste Foto. Ja, die Bros, ne? The Rock und Vin Diesel. Und das einzige Foto, auf dem Vin Diesel irgendwie breiter aussieht als The Rock, ist es einfach so schrecklich. Das ist sehr, sehr richtig. Es ging ja um dieses, dass Vin Diesel eben diese ganz cringy Twitter-Nachricht oder auf Instagram geschrieben hat, so, yo Bro, stell dich nicht so an, komm, mach mit bei dem Film, wir brauchen dich, um das zu vollenden. Ja, tu's für den Film, nicht Destiny. Für uns. Tu's für Paul, tu's für Paul Walker, so. Er hat dich geliebt. Ja, also um es auch mal so zusammenzufassen mit dem Jugendwort des Jahres, einfach nur cringe. Cringe. Wack, kann man auch sagen vielleicht. So, Nummer 5 und auch Nummer 5. Chanel Nummer 5. Chanel Nummer 5. Maybe, es ist ein bisschen kryptisches Bild. Es sieht auf jeden Fall vom Stil her auch aus, als ob das so in so einem Editorial bei einer Vogue oder so für Chanel drin sein könnte. Meinst du, diese zwei Herr- und Damenschaften sind Chanel Number 5 Models? Nein, das wäre eine Beleidigung. Für Chanel oder? Ja, okay. Hat das was mit einem Firmenmerger zu tun oder mit was einer politischen Entscheidung bezüglich Filmen? Ja, ja. War das irgendwie in EU-Richtlinien? Ja. Ich erinnere mich ganz dunkel. Wir sehen hier Ursula von der Leyen und Mario Draghi, den italienischen Ministerpräsidenten. Die stehen vor, man kann es nicht ganz sehen, aber da steht drüber Studio Nummer 5. Die in der Cinecittà stehen, dem großen italienischen Filmstudio, in dem zum Beispiel Fellini auch viele seiner Filme gedreht hat, das jetzt mit dem EU-Wiederaufbauprogramm, von dem auch Italien profitiert, dass damit 300 Millionen Euro wieder aufgebaut wird. Und diese Nachricht kam, einerseits wurde das gefeiert in Cinecittà, wie man hier auf dem Foto sieht, andererseits kam das ungefähr gleichzeitig mit der Nachricht, dass vielleicht britische Serien und Filme aus diesem 30% Streaming-Minimum, das erreicht werden muss, für europäische Werke rausfallen. Und oh nein, wir können nie wieder Sherlock sehen und The Crown und was es nicht alles gibt. Damals zumindest die britische Angst war, es hat sich überhaupt nichts getan, seitdem wir vor ungefähr 6 Monaten darüber gesprochen haben. Ich glaube, die Sorge war unbegründet. Vielleicht passiert es irgendwann noch. I don't know. Ich glaube es irgendwie nicht. So was ist ja auch immer ein sehr langwieriger Prozess. Das dauert ja mal, bis es dann wirklich durchgeht und umgeswitcht wird. Aber ich hoffe einfach, es wurde benannt und fällt so ein bisschen unter dem Tisch. Das ist tatsächlich mit vielen News so, wo wir dieses Jahr gedacht haben, das wird die Filmwelt auf den Kopf drehen. Nein, Bullshit. Selbst ich habe komplett wieder vergessen, dass das mal passiert ist irgendwie im Juni und wir haben uns dann darauf vorbereitet in der Sendung. Also ja, vergessen. Weiter geht's. Ist es Tilda Swinton? No. Ja, wir sehen hier Tilda Swinton. Hier, der Name ist es Bill Murray. Ja, und die anderen beiden kenne ich nicht. Wes Anderson. Oh, wow. Und Timothée Chalamet. Wo ist denn Timothée Chalamet dabei? Dune zum Beispiel ist der Hauptdarsteller oder Call Me By Your Name. Ja, sorry, mit Brille ist es irgendwie nicht so easy, den zu erkennen.
Sie sind da in Cannes für The Festival. French Dispatch. Ah. Er kennt hier noch die, wie heißt es, den Lorbeerkranz. Ja, genau, den Lorbeerkranz. Mhm. Und das ist natürlich das Film-Twitter-Meme des Jahres 2021. Welcher davon ist dein Spirit Animal? Wem würdest du dich am ehesten zuordnen, charakterlich, modisch? Also in der Freizeit? Timothy? Okay, ja. Und so für diese Veranstaltung wäre ich dann doch so Tilda Swinton-Style unterwegs. Wo bist du, Bill Murray? Sein Hemd ist geil. Also so würde ich auch in die Richtung gehen, aber das ist auch eher wirklich sehr lässig. Das ist dann nachher für die Cocktails ganz spät am Abend, würde ich mich so anziehen, aber dann doch mehr Tilda Swinton-Style. Ja. Was ist dein Spirit Animal von ihm? Ich würde auch sagen Tilda Swinton, obwohl ich noch nie etwas in der Art getragen habe, aber wenn ich das Bild sehe, dann denke ich automatisch, ich will das. Ich will das haben. Aber ich würde es auch nicht tragen wahrscheinlich. Also da gibt es natürlich unfassbar viele Abwandlungen von diesem Bild. Zum Beispiel finde ich das hier auch recht passend. Ja. Klar, Bill Murray irgendwie so der Boomer, schon nicht mehr Boomer, Facebook irgendwie, keine Ahnung. Coole Instagram-Person, Wes Anderson, irgendwie so ein intellektueller Sneaker-Typ, Twitter und hier natürlich TikTok, die junge Generation. Chalamet, klar, ja. Macht irgendwie einen Dance oder so. Hab auch schon gehört, das ist Düsseldorf, das ist Berlin, hier haben wir Leipzig, I don't know. Also ich glaube, da kann man viel, viel mitmachen, wurde auch viel mitgemacht, kann man mal die besten French Dispatch Fashion Memes googeln. Nice. Da kommt was raus. Ja. Oh ja, Black Widow. Black Widow? Aber was ist so bemerkenswert an diesem Poster? Du meinst die Frauenpower, die da drauf gezeigt wird? Was? Auch, natürlich. Aber das meinte ich nicht. Hat was mit den Informationen, die draufstehen, zu tun? Da muss ich nochmal nachlesen. Nochmal hier so runter. Ah, dass es ein Double Release war? Yes. Dass es eines der ersten Double Release im Kino und aus dem Streamen war? Es war, glaube ich, gar nicht einer der ersten. Also Cruella war ja schon davor oder bei Wonder Woman bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber was diesen hier so besonders gemacht hat, ist, dass wir zum ersten Mal erfahren haben, wie viel Geld wirklich eingespielt wurde mit dem Disney Plus VIP-Zugangs-Release-Dingsy-Bums. Wie viel kostet es nochmal in Deutschland? In Amerika sind es $29,99, glaube ich. 6,99 im Monat, 69 im Jahr ungefähr. Aber dieser VIP-Zugang kostet ja dann nochmal irgendwie so 23 Euro. Das waren 23 Euro, genau, für diesen einen Film dann, diesen Premium Access. Wo wir beide gesagt haben, nie im Leben kauft es jemand. Und dann stellt sich raus, nein, ein Viertel des Einspielergebnisses wird generiert durch diesen VIP-Zugang. Aber mittlerweile ist es ja auch genauso teuer. Wenn du dir ein Ticket holst und eine große Tüte Popcorn, wahrscheinlich rechnen die Leute das 23 genauso. Euro, okay, große Tüte Popcorn. Wahrscheinlich das rechnen die Leute es mittlerweile genauso gegen, so von wegen, ob ich jetzt da 23 Euro ausgebe oder ins Kino gehe. Und da können mehr Leute vom Fernseher sitzen zu Hause. Ich weiß, diese Argumente haben wir damals auch gebracht, als wir darüber gesprochen haben. Trotzdem war diese Nachricht mindblowing in diesem Jahr. So. Die Disney-Akte ist 4% hochgesprungen, die Kinoketten sind alle abgesagt, auch weil Corona war. Es war alles ganz schrecklich, dann hat Scarlett Johansson gesagt, aber warte doch mal, ich krieg doch eigentlich einen Anteil an den Kinosachen, da bin ich ja gar nicht drin beim Streaming, ich will das haben. Und dann hat dieser Scarlett Johansson Lawsuit angefangen, wo alle dachten, oh, werden jetzt alle großen Stars anfangen, die Streamer zu verklagen. Nee, sie haben sich irgendwie so geeinigt, dass keiner weiß, was passiert ist. Keine Ahnung, Scarlett Johansson. Und andere Stars sind nicht nachgezogen. Damit alle glücklich sind und keiner mad. Also sie haben sich, glaube ich, außergerichtlich geeinigt. Okay, ist auch gut. Und vorher hat ja Disney noch gesagt, sie sind persönlich so enttäuscht von Scarlett Johansson, dass sie jetzt sowas abzieht. Und nachher hat Scarlett Johansson gesagt, sie ist so stolz auf die Arbeit, die sie gemeinsam gemacht haben beim außergerichtlichen Einigen dieser Sache. Ich kann es ja irgendwo verstehen. Ich meine, sie hat da viel Zeit, Energie reingesteckt und möchte auch dafür rewarded werden, weil, let's be honest, Disney macht eine Menge Kohle. Ja, und dann könnten die aber Scarlett Johansson auch. Ja, also ja, für mich sind das so ferne Welten. Irgendjemand am anderen Ende der Welt schiebe sich da Millionen hin und her. Irgendwie ist schon okay. Ja, soll sie machen, Scarlett Johansson. Ist mir lieber, als dass es bei Disney liegt wahrscheinlich, aber es ist jetzt... Dafür war der Film auch gar nicht so krass. Also ich muss sagen, das war jetzt auch nicht einer meiner Favorites dieses Jahr. Nee, meine auch nicht. So, ein Tweet. Wir sehen einen Tweet. Ich habe ihn bis heute nicht verstanden. Vielleicht kannst du mich aufklären, was der Gag ist oder was sich die Person gedacht hat. Lions und Amazon Prime Video mit den... Also Amazon hat ja MGM gekauft. Ja. Eins der letzten großen Hollywood-Studios ist gefallen und ist jetzt... Ich meine, Händeschlag besiegelt ja wahrscheinlich den Deal, dass sie mergen. Und ist MGM nicht auch irgendwie known mit dem Lions-Kopf so? Das verstehe ich. Aber wo sind die Lions bei Amazon Prime? Vielleicht geht es darum, dass MGM und Amazon fusen in der Höhle des Löwen, so weißt du, so, I don't know, oder dass Amazon sich in die Höhle des Löwen reintraut mit MGM.
Ich kann es ja nicht sagen, ich bin da. Es ist uneindeutig alles. Ich habe also auch gedacht, also klar, ich dachte auch an das Löwen-Logo, mhm, aber war dann irgendwie der Gag, dass Amazon Prime Video, dass das Löwen sind und die fressen jetzt MGM auf? Ist das der Gag und den twittern sie selbst? Was? Worum geht es da? Ich verstehe es einfach nicht so einfach. Gab es denn in den Kommentaren irgendeinen, auch wahrscheinlich verdutzte Menschen? In den Kommentaren gab es jede Menge Memes, zum Beispiel dieses hier. Den Jeff Bezos als den Löwen. Das ist geil, das ist sehr schön gefotoshoppt, I like. Ja, also wenn das gemeint ist, Props hier an den Twitter-User auf jeden Fall nochmal, ich finde es sehr gut. Vielleicht ist das die Zukunft von MGM, who knows. Schön. So, wir kommen langsam dem Ende entgegen, ja! Mein favorite thing. The favorite thing. Ja, der Netflix-Online-Shop, der so viele tolle Sachen hat. Wollen wir zur Feier des Tages einfach nochmal kurz googeln, was wir Tolles da haben? Das ist eine sehr gute Idee. Wir sehen hier natürlich den Tisch. Beistelltisch. Ist, ja. Danach gab es ja ein paar Squid Game-Merch-Sachen. Mhm. Ein Pulli, wo 456 draufsteht. Mhm. Vielleicht gibt es jetzt Hellbound irgendwas? Oh ne, guck mal. Official Yankee Vinyl Figure. Macht die, singt die auch? Rotes Licht, grünes Licht vielleicht singt. Oh, das wäre natürlich cool, wenn die das singt. Ab 17 Jahren freigegeben ist. Oh, dann... Schießt sie vielleicht wirklich? Was ist passiert? Creepy. Ja. Okay, ich hätte gerne ein Video davon gesehen, wie sie den Kopf um 180 Grad dreht, so. 10 cm groß? Müssen wir gehen. Oh, da gehen wir hoch. Was ist das? Chilis? Chilis. Okay, das sind fluffige, süße Tiere mit Tränen in den Augen. He's crying. Mhm. The Art of Chill. The Art of Netflix and Chill. Netflix hat jetzt also eigene Klamotten-Collection rausgebracht mit einem Buckethead. Mhm. Und Bademänteln. Geil. Bist du ein Bademantel-Fan? Ich bin, ja doch, ich genieße so ab und zu mal einen Bademantel. Ich auch. Ein Cocktail im Bademantel, das ist ganz schön. Kann man sich schon mal. Oder so ein Morgen-Kimono in der Früh, weißt du, am Balkon. Kimono, den Weg habe ich mich noch nicht getraut. So, oder irgendwie. Oh, Cowboy Bebop. So, das ist das Letzte. So, also Netflix macht auf jeden Fall was in seinem Merch-Shop. Oh, die Jacke ist geil. Ich will die College-Jacke haben. Wie viel kostet die? Mit 88 kommst du in Deutschland, glaube ich, nicht so gut an. Das stimmt, dann never mind. Never mind, ich hole mir keine College-Jacke von denen. Ja. Aber das hier finde ich wieder ganz cool. Aber ich, also, aber 88 ich natürlich Rising schon das ist natürlich. Echte, ja, das geht nicht. Aber ich würde dann schon das echte, also von der Anime-Serie, das Merch haben. Ja, okay, fair enough. Die Netflix-Serie, die übrigens eingestampft ist. Was die eingestampft ist. Es geht nicht weiter. Nein? Aber Bebop ist vorbei. Oh! Ja. Hä? Ich hatte doch erst letztens gelesen, dass die eine zweite Season machen wollen. Also meine News ist von gestern. Okay. Also deine ist aktueller als meine. Scheinbar nicht genug Leute geguckt oder begeistert und die Kritiken waren ja dann doch sehr, also wir waren überraschend positiv, glaube ich, im Vergleich zum Rest der Vielleicht, weil wir es back-to-back so ein bisschen geguckt haben, weißt du, mit der Anime-Serie, weil wir es richtig im Kopf haben und dann die andere. Viele Leute, die halt Cowboy Bebop-Fans waren, haben wahrscheinlich nicht die Serie nochmal geguckt, sondern einfach gleich instant in die neue Verfilmung. Meinst du, es wird besser, wenn man die beiden vergleicht? Ich glaube schon, weil du halt mehr wirklich diese komplette Vergleiche im Kopf hast und so siehst, okay, ja, das ist schon close, das macht schon Sinn, das ist schon richtig. Wenn man auf Fanservice abfährt, vielleicht. Naja, I don't know. Ich sag, es ist nice, es ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht weiter produziert wird, war bestimmt auch gar nicht so ganz der ganze. Nee, okay. Das glaube ich auch. So, das waren die Fred Carpet großen Bilder 2021. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wollen jetzt noch über unsere Tops und Flops sprechen. Und ich würde sagen, lasst uns mit unseren Flops anfangen und das in ein kleines Spiel verpacken. Sehr gerne. Wo ist er? Hier. So, ich stelle mir den schon mal gleich. Nee, weil ich stelle den hier zwischen uns. Du musst ja auch mal buzzern. So. Und zwar haben wir unsere jeweiligen drei Flop-Filme 2021 in Filme oder Flops schlecht beschrieben verpackt. Mhm. Und ich würde sagen, ich fange gleich mal an. Nachdem ich das beschrieben habe, fängt dein 15-Sekunden-Countdown an. Alright. Den ich versuche mit einem Auge auf unserer Stoppuhr irgendwo zu überwachen. Alright. Alright. So, der erste Film. Das ist jetzt nicht nach Wertigkeit sortiert, sondern einfach nur so. Der erste Film wäre, ganz simpel, Frauenpower falsch verpackt. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr, sehr geringer Tipp. Soll ich dir noch gleich von vornherein ein bisschen mehr geben? Gerne, gerne, ja. Frauenpower. Ein Wiedersehen von Freundinnen aus Kindertagen führt zu einer Reihe vorhersehbarer Circumstances, Ereignisse. Deine Zeit beginnt ab jetzt. Okay.
Es ist ein Film, der auch ein bisschen in Verruf geraten ist. Es ist aber nicht dieser Superheldenfilm mit Melissa McCarthy. Doch? Oh, wie hieß der nochmal? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Von ihrem Thunder Mann. Thunder Force. Thunder Force, ja, ja. Zählt das? Zählt, es zählt. Das ist okay. Okay. Du hast sogar noch in der Zeit geschafft, das ist perfekt. Ja. Gerade so. Ja, ich mag eigentlich beide Schauspielerinnen, ne? Und ich finde auch Melissa McCarthy-Filme eigentlich ganz cool. Aber hier war das einfach so ein bisschen, es war alles zu stumpf. Ich weiß nicht, man hat versucht, sehr unwitzige Sachen als Witze so ein bisschen zu verpacken. Mhm. Ich würde mir wahrscheinlich so, wenn ich irgendwie krank im Bett liege und schlafen möchte, trotzdem nochmal anmachen, irgendwann mal. Aber um dich nochmal richtig runterzurocken. Ja. Da muss man die guten Filme gucken, nicht, wenn man krank ist. Dann bekommst du doch nichts mit, wenn du krank bist. Da pennst du doch nur. Also wenn du schläfst, würdest du ihn anschalten? So ja, zum Neppen halt, so dieses, weißt du, so im Hintergrund so ein bisschen. Das ist irgendwas rauscht. So. White Noise mäßig. Ja, das ist meine Navy CIS Experience, glaube ich. Oh, okay. Ja. Ja. Soll ich weitermachen oder möchtest du mir deine erstmal? Lass abwechseln. Gerne. Also, oh warte, da stehen die Namen drauf. Guck nicht auf den Laptop. Ich sehe es nicht mal so gut. Okay, sehr gut. Das ist alles Schriftgröße 9. Mhm. Also, es geht um ein paar echt schmutzige und irgendwie echt schwitzige und unangenehme Typen irgendwie und Frauen, mit denen man echt irgendwie nichts zu tun haben möchte, wenn man sie sieht. Und die werden dann beauftragt, in so ein Haus einzubrechen von einem Typen. Also, die werden beauftragt von dem Typen eigentlich, dem das Haus gehört, in das eigene Haus einzubrechen. Und dann gibt es aber so einen anderen Typen mit dem Tiger und der versucht immer, die davon abzuhalten und das funktioniert dann so halb irgendwie. Und die einzigen Dialoge, die es eigentlich gibt, sind, ey, ich komm mit, nee, du kommst nicht mit, ey, hör mir mal zu, nee, hör du mir mal zu. Und das loopt dann einfach 100 Mal ungefähr und dann dauert der Film 3 Stunden. Hört sich nach Zack Snyder an. Und das ist richtig. Army of the Dead. Army of the Dead, ja, natürlich. Schon. Sehr schön. Okay. So, mein nächster Tipp. Mhm. Amy Adams bekommt schon wieder keinen Oscar mit einer Reihe vorhersehbarer Ereignisse. Oh, ah, aus dem Fenster guckende Frau im Frau, nee, The Woman Rear Window Remake. Wie heißt der? The Woman in the Window. The Woman in the Window, ja. Joe Wright, what have you done? Ist so, also Amy Adams, why? Why did you do this to your career? Hm, ich glaube, da haben sich alle irgendwie mitgeschadet. So. Das hat ja echt, da war nichts zu gewinnen. Nee, das hat mir, ich meine, das wäre vielleicht sogar storytechnisch Potenzial da gewesen. Das hat mich so ein bisschen an Woman on a Train erinnert. Hm. On the Train. Girl on the Train, ja. Irgendwie so, genau. So, vom Vibe her hatte ich gedacht, das wird so ein ähnliches Prinzip. War es ja auch, aber halt einfach nur sehr viel schlechter. Ja. Was soll man sagen? Flop. Ja. Floppy, flop, flop. Next. Also es geht um eine Frau, die immer viel Softdrinks trinkt und Leute totschießt, die sie eigentlich gar nicht kennt. Und dann wird sie aber selbst irgendwie umgebracht, aber sie lebt noch. Und dann versucht sie aber in der Zeit, in der sie noch lebt, bevor sie dann wirklich tot ist, sich noch zu rächen dafür, dass sie eigentlich umgebracht wurde. Und das schafft sie auch und dann ist sie tot. Spoiler! Also wenn ihr wirklich überhaupt nichts über das Jahr 2021 wissen wollt, dann hört jetzt weg. Okay, warte. 15 Sekunden kann ich schon dafür. Vielleicht ist es ein Streaming-Film, also ein Film, den... Mhm. Ist es dieses, was ist wie John Wick, aber nicht wie John Wick ist? Ja, es ist Cage. Ja. Wow, wir sind gut heute, wir haben alles erraten bisher jeweils, okay. Sehr schön. Ja, dein letzter. Cool. Dieser Film ist der Beweis, dass Sequels, egal wie romantisch sie auch verpackt sind, fast schon schmerzhaft sein können. There is a limit to my love for this shit. Sequel. Ja, also dritte quasi, Teile. Genau. Das dritte. Es ist auch wieder ein Streaming-Film. Ja. Love, Kiss Booth oder was du da? Ja, wirklich? Kissing Booth. Ja nicht. Kissing Booth. Okay, unglaublich. Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nur alles, was du mir darüber erzählt hast und dass es nicht so toll ist. Kissing Booth, ja. Ich fand den ersten tatsächlich noch ganz süß. Der zweite war halt so da und der dritte war einfach nur, please don't. No. Dann gucke ich es nicht, glaube ich. Aber ersten kann man schon gucken. Hm, ist ganz süß. Das ist halt so eine romantische Teenie-Komödie. Ist, wenn du mal was leuchtest. Haben möchtest. Immer. Last. Es geht um einen Typen, der sehr spät rausfindet, dass er eigentlich mit seiner Ex-Freundin ein Kind hat, eine kleine Tochter hat. Und dann bundeln die nochmal so an und dann macht er ihr Frühstück, also der Tochter. Und die haben auch ein bisschen wieder so Romance, die beiden Eltern dann. Und dann machen die einen Ausflug mit dem SUV in die Natur. Und dann gehen die auf so eine pazifische Insel. Ist nicht Fatherhood, oder? Nee. Und da geht es dann ein bisschen ab auf der pazifischen Insel und am Ende stirbt der Vater. Ist ein Animationsfilm? Nee.
Aha. Keine Ahnung. Erzähl. So, jetzt. Ja, das ist, ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen, aber Leute, es ist lang genug her, ihr müsstet ihn jetzt gesehen haben können. Es ist No Time to Die. Das ist der neue James Bond. Ich habe keinen einzigen James Bond gesehen. Okay, dann solltest du mit dem nicht einsteigen. Das empfehle ich dir nicht. Nee, also den neuen kenne ich gar nicht. No Time to Die, okay. Ja. Interessanter Storyplot. So, James Bond. Also ich überlege mir so, wer hat sich da hingesetzt und gesagt, ja, für James Bond, das ist das Nächste, was wir wollen. Genau diese Frage stelle ich mir eben auch und viele andere Menschen auf der Welt, glaube ich, auch. Wieso muss James Bond der Tochter Frühstück machen? Wieso kann er nicht sein luxuriöses Cocktailleben irgendwie weiterleben? Wieso auch Badass-Männer können gute Väter sein. Nichts dagegen, aber ja, okay. Ja. Lass uns schnell diese schreckliche Information runterspülen. Ja. Sehr schön. Das war doch ein sehr unterhaltsames Badly Explained Plot. Ja, wir waren überraschend erfolgreich. Ich habe nur mit knappem Vorsprung gewonnen, möchte ich an dieser Stelle sagen. So, bevor wir jetzt gleich in unsere glorreichen Top 3 der Filme 2021 abbiegen, gebe ich zu Antje und mir in die frische Filmeschalte, denn es gibt zwar keine frischen Filme, aber wir haben über das gesprochen, was uns im Jahr 2022, Mann, das ist ja schrecklich, was uns im Jahr 2022 für Filme erwarten, worauf wir uns freuen und was wir glauben, was vielleicht nicht so cool wird. Viel Spaß! Hi Antje, zum letzten Mal im Jahr 2021 frage ich dich, wie geht es dir? Ja, ganz gut. Ich habe gerade mein letztes Fred Carpet Video für dieses Jahr aufgenommen, in dem ich über die Tops und Flops des Jahres rede. Deshalb auch mein, was man jetzt gar nicht so sieht, aber deshalb auch mein Weihnachtsoutfit hier. Und ansonsten, ja, freue ich mich tatsächlich darauf, dass jetzt bald Weihnachten ist und dass ich ein bisschen Ruhe von allem habe. Und dann geht es 2022 wieder los mit allem. Ich mich ehrlich gesagt auch. Ich habe sehr viel Lust auf diese Weihnachtsferien, die jetzt kommen. Ja. Bin aber trotzdem in einer total feierlichen Stimmung. Wir haben jetzt heute zum 21. Mal unsere frische Filme-Schalte hier aufgezeichnet. Und wenn man etwas dreimal macht, ist es eine Tradition. Und wenn man etwas 21 Mal macht, dann erst recht wahrscheinlich. Deswegen stoße ich mit diesem alkoholfreien Virgin Vodka O. Und ich mit diesem Wasser. In Wirklichkeit ist es natürlich Wodka, aber pur, ja. Ich tue so, als wäre es Wasser. Sehr gut. Cheers. Ah, feierlich. Ja, wir wollen aber nicht immer nur in die Vergangenheit gucken, sondern auch mal in die Zukunft, in das Jahr 2022. Ich möchte heute von dir gerne wissen, worauf freust du dich im nächsten Jahr besonders? Hast du da schon ein paar Picks? Also am meisten jetzt erstmal in naher Zukunft freue ich mich auf Scream, dem ich es ein bisschen übel nehme, dass der nicht am 7.1. startet, sondern erst eine Woche später, weil dann hätte ich ihn an meinen Geburtstag gucken können. Also am 6., weil der 6. ist ja der Donnerstag. Und ich hatte halt gehofft, dass der da startet, dann hätte ich ihn an meinen Geburtstag gucken können. So ist es nun aber nicht. Wer weiß, vielleicht fällt die PV auf deinen Geburtstag. Das wäre natürlich cool. Da kann ja keiner mitkommen dann, das ist ein bisschen schade. Aber auf den freue ich mich wahnsinnig, weil ich sehr, sehr großer Scream-Fan bin. Ich habe gerade die ersten 4 Filme nochmal gerewatcht und ich gehe stark davon aus, dass das in dieselbe Kerbe schlagen wird. Die haben ja gesagt, wir werden nicht so Meta werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn sie in der Tradition der bisherigen Filme bleiben. Also seien wir da sehr gespannt. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch mehr Meta wie Scream 4 wird. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon in Scream 2 den Film Stab zu Scream und die gucken das im Kino und so weiter. Wie weit kann sich das noch verschwurbeln im Meta, bis es sich komplett auflöst? Also am meisten Meta ist ja eigentlich der dritte, wenn man mal ehrlich ist, mit der Filmhandlung, die am Filmset spielt, des Films, die eigentlich noch, der gar nicht, noch gar nicht existieren dürfte, weil sie drehen halt Stab 3, aber es gibt ja erst, ist ja gerade erst Scream 3 und eigentlich ist das ja der metaste Film, wenn man so will. Relativ kurz danach kommt ein Film, auf den ich mich eigentlich schon 2020 gefreut habe. Ich werde nicht müde zu betonen, dass es diesen Film irgendwann hoffentlich noch geben wird, nämlich Wunderschön von Caroline Herfurth. Ich war ja ein riesengroßer Fan von ihrem Debüt.
SMS für dich. Es gibt genug Orte, an denen ich über den Film schwärme. Das brauche ich hier nicht nochmal machen. Der zweite Film, Sweethearts, war okay, aber jetzt kündigt sich halt an, dass Wunderschön wieder in die Richtung gehen wird wie SMS für dich, weil Caroline Herfurth einfach ein sehr gutes Händchen hat, sehr authentische Dialoge und sehr authentische Alltagssituationen zu kreieren, die aber trotzdem immer noch filmisch wirken. Und dann geht es in Wunderschön noch um das Thema Schönheit und Body Positivity und das alles. Der Trailer sieht halt wirklich aus wie für mich gemacht, mit einer Nora Tschirner dabei, wieder auch mit Caroline Herfurth dabei, mit Friedrich Mücke dabei, also noch mit einem wirklich starken Cast. Und der war schon mein Most Wanted mit 2021. Und ich hoffe, dass der jetzt dann endlich mal erscheint, ja. Ich glaube, ich habe die Trailer schon recht lange im Kino gesehen, tatsächlich, jetzt, wo du es erwähnst. Ja, er ist schon lange in der Pipeline. So quasi das umgekehrte, vielleicht kann ich da eine schlechte Überleitung spannen, das umgekehrte Nope von Jordan Peele, auf den ich mich sehr freue, von dem wir überhaupt gar nichts wissen, was ich richtig, richtig angenehm finde, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, weswegen ich mich so auf den Film freue, ist aber natürlich super vielversprechend nach Get Out und nach Us, wieder mit Daniel Kaluuya, mit Steven Yeun. Ich bin richtig gespannt, was er sich ausgedacht hat. Es kommt noch irgendwie The Northman, wo wir gerade bei so gehypten Horrorleuten sind. Ich meine, das ist der nächste Film von Robert Eggers, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bekannt durch The Witch und The Lighthouse. Aber wo wir gerade von Filmen, über die wir eigentlich nichts wissen, sprechen. Ich habe einen, im besten Falle blicke ich am Ende des Jahres auf ihn zurück als Geheimtipp, mehr oder weniger. Ich weiß überhaupt nichts über den Film, ich weiß aber, von wem er ist, nämlich von Lars Montag. Zum einen kenne ich Lars Montag ein bisschen und zum anderen hat er den großartigen Einsamkeit und Sex und Mitleid gemacht. Und sein nächster Film heißt Träume sind wie wilde Tiger. Ich weiß überhaupt nichts über den Film. Es ist einfach die Konstellation aus Regisseur und entsprechend dem, was er schon gemacht hat. Und deshalb freue ich mich auch sehr auf den. Der kommt irgendwie, glaube ich, im März oder so. Beides sehr schöne Titel auf jeden Fall. Ich fand jetzt Einsamkeit und Sex und Mitleid nicht so toll, aber auch da, dieser Titel hat sich bis heute in mein Gehirn gebrannt und ich kann ihn, glaube ich, nie wieder vergessen, wenn ich irgendwo die Nationalhymne höre oder sowas. Das ist jetzt wo du gerade Dave Eggers erwähnt hast, es gibt noch einen Film, da Robert, ist man sich... Robert Eggers. Stimmt, wer ist nochmal Dave Eggers? Den gibt's auch, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, vielleicht bin ich einfach... vielleicht ist es der Orangensaft, der langsam reinkickt. Wirklich, ja. Es gibt einen Film, der ist angekündigt. Man weiß nicht genau, ob für 2022. Ich glaube aber schon, weil er schon in der Postpro ist. Und zwar der neue Film von Martin McDonagh, den wir kennen von Three Billboards Outside of Ebbing. Ja, ach ja, stimmt. Hm. Der heißt The Banshees of Inisherin und ist wieder mit Colin Farrell und Brendan Gleeson, also dem Duo aus Brügge sehen und sterben, die zu zweit auf einer einsamen irischen Insel leben und beste Freunde sind, bis sie es dann irgendwann nicht mehr sind und sich zerstreiten. Da hatte ich sehr harte Lighthouse-Vibes, als ich diesen Pitch gehört habe von dem Film. Finde aber alles super, was Martin McDonagh macht. Deswegen ist das auch ein Film, auf den ich mich sehr freue, ganz egal, in welche Richtung er gehen wird. Habe ich bisher tatsächlich noch gar nichts gehört. Klingt wirklich sehr spannend. Ich werfe noch mal zwei etwas größere Kandidaten ins Rennen, weil wir ja jetzt dann doch eher im kleineren Liebhaberbereich sind. Und zwar freue ich mich tatsächlich sehr auf den neuen Jurassic World. Ich habe im Vorfeld von, es müsste Fast and Furious 9 gewesen sein, da lief eine kurze Sneak Peek, die ging irgendwie 10 Minuten, die nicht viel über den Inhalt ausgesagt hat, sondern einfach so atmosphärische Shots von wildlebenden Dinosauriern gezeigt hat, also animierten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da bin ich einfach gespannt. Ich mag einfach die neuen Jurassic World Filme. Ich mag ja auch den zweiten, der durchaus sehr verhasst ist. Aber da freue ich mich drauf. Und ich möchte einfach noch Doctor Strange and the Multiverse of Madness ins Rennen schmeißen. Die kündigen ja an, dass das so der erste Horrorfilm im MCU sein wird. Und auch wenn das viele halt nicht so richtig sehen, ich sehe ja schon eine sehr große Genre-Varianz im MCU mit Haste-Movies, mit Coming-of-Age-Komödien, mit kalter Krieg-Thriller-Anleihen versehende Action-Thriller. Und jetzt da halt endlich mal Horror reinzubringen, würde ich mich sehr freuen, wenn sie es durchziehen. FSK 16 können sie es wahrscheinlich machen, beziehungsweise R-Rating. Aber warten wir mal ab. Also ich glaube, wenn eine Figur das hergibt, dann ist es Doctor Strange. Und natürlich auch mega spannend. Einerseits Sam Raimi kehrt wieder zum Superhelden-Genre zurück nach fast 15 Jahren oder so, nach Spider-Man 3. Mhm. Und er ist ja einer der Horrorfilm-Ikonen eigentlich mit Tanz der Teufel, mit... Ja. Wie hieß noch mal dieser Film mit dem Fluch und Drag Me to Hell? Drag Me to Hell, sehr gut, ja.
Und jetzt da eine Kombination zu sehen, vielleicht aus den Horror- und den Superhelden-Elementen, könnte tatsächlich ganz interessant sein, je nachdem, wie viel freie Hand er tatsächlich da hat. Dann kommt ja auch noch ein Mission Impossible 7. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob man den 6. noch in irgendeiner Form toppen kann in seiner wahnwitzigen Action. Es kommt Halloween Ends, auf den bin ich gespannt. Einfach, also ich fand Halloween Kills sehr furchtbar, aber ich bin gespannt, inwiefern es ihm gelingt, dann doch diese Trilogie noch abzuschließen. Und vor allem frage ich mich, da wird es noch in derselben Nacht spielen. Das hat mich nach Halloween Kills so beschäftigt, den ich toll fand, muss ich sagen. Der erste und der zweite Teil spielen ja quasi in derselben Halloween-Nacht. Und kann man da jetzt wirklich noch Halloween Ends dranhängen und quasi sagen, die Filme sind eine Echtzeitnacht an Halloween? Das fände ich eigentlich so für Binges ganz, ganz witzig. Ja, mal gucken, ich eigentlich auch. Und dann gibt es noch einen, ich weiß gerade den richtigen Titel nicht, ich suche nämlich gerade schon. Genau, The Black Phone, dem neuen Ethan Hawke Horrorfilm, wo der Trailer leider extrem viel verrät. Ich kann empfehlen, diesen Trailer sich anzugucken, ungefähr bis zur Hälfte, und hat man richtig Bock auf den. Da hat Universal das leider aktuell nicht so drauf, nicht so viel aussagende Trailer zu veröffentlichen. Wie gesagt, Horrorfilm mit Ethan Hawke, und der war ja auch in Sinister wiederum dabei, also der hat ja wirklich da durchaus ein Standing im Horrorkino. Dann freue ich mich auf eine relativ, fast schon ironische Weise, auf Moonfall, den neuen Roland Emmerich-Film. Vielleicht ist das ja mal wieder irgendwie so sehr Gaga-mäßiges Katastrophenkino. Und nochmal direkt auch groß gedachtes Kino, aber ich glaube dann doch das andere Ende des Spektrums, nämlich Tod auf dem Nil, weil ich Mord im Orient Express sehr mochte als Neuauflage eines Agatha Christie-Romans. Und der kommt ja dann jetzt auch endlich mit reichlich Verspätung. Und man muss sagen, dieser Dampfer sieht sehr viel besser aus als der Orient Express im Mord im Orient Express. Ja. Das hat mich schon mal ein bisschen beruhigt beim sehr coolen Trailer, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Der Vollständigkeit halber muss ich noch einmal The Batman hier erwähnen, auf den ich mich tatsächlich sehr freue. Die düstere Matt Reeves-Interpretation von Batman mit Robert Pattinson und Paul Dano und Colin Farrell. Auch weil ich den Riddler als Batman-Bösewicht eigentlich ganz cool finde. Ich mag sogar die Jim Carrey-Interpretation in Batman Forever, aber natürlich eher so Camp-Trash-mäßig. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier werden kann. Und zwei Filme, auf die ich mich noch freue, ist der neue neue Steven Spielberg läuft gerade noch im Kino, aber es gibt schon den neuen Steven Spielberg, The Fabelmans. Das ist ein autobiografischer Film von ihm mit Seth Rogen und auch wieder Paul Dano und Michelle Williams im nächsten Jahr. Und zu guter Letzt ein Regisseur, von dem ich großer Fan bin, vielleicht von Suspiria abgesehen, Luca Guadagnino hat im nächsten Jahr seinen neuen Film Bones and All, der eine Horror Coming-of-Age-Romanze sein soll, wieder mit Timothy Chalamet, mit Taylor Russell, Mark Rylance, Chloe Sevigny, David Gordon Green als Schauspieler, mit Kannibalismus und Liebeselementen, und das fand ich sehr vielversprechend im Kontext dieses Regisseurs und aller Menschen, die da mitmachen. Das klingt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte einfach von den Projekten bislang nichts gehört, also von The Batman natürlich schon, aber von dem jetzt gerade nicht. Es ist halt bei mir relativ oft, dass ich irgendwie, wenn ich Neustarts mir irgendwie angucke, einfach mit dem Titel noch überhaupt nichts anfangen kann. Da müsste halt dann einfach stehen, in Klammern, der neue Film von Luca Guadagnino über Kannibalismus und Coming of Age. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich ein sehr schön breit aufgefächertes Angebot an Dingen, die wir hoffentlich dann im nächsten Jahr im Kino sehen werden. Ja, vorher haben wir beide so gedacht, 2022, keine Ahnung so, was so geht. Aber jetzt, wo man es so aufzählt, denkt man doch, es gibt was, worauf man sich freuen kann. Ja. Das geht schon. Genau. Dann bedanke ich mich zum letzten Mal in diesem Jahr bei dir. Gerne. Ich wünsche dir, verfrüht ein frohes Neues. Sage Chin Chin. Dir auch. Frohe Weihnachten. Danke, das wünsche ich dir ebenfalls. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. Schön, dass ihr immer noch dran seid. Wahrscheinlich seht ihr unten in der Leiste, dass das Video 1000 Stunden dauert und seid deswegen extrem demotiviert. Aber das ist egal, es ist Party-Time heute. Was mir gerade noch eingefallen ist. Erzähl. Wir haben ja gemutmaßt, was würde Squid Game in Deutschland für Spiele haben, für Kinderspiele haben. Ja.
Und es gibt ja jetzt tatsächlich ein echtes Squid Game, ohne Leute erschießen, aber trotzdem mit vielen Leuten, die genau durch alle Spiele des Squid Games durchgehen müssen. Sehr coole Aktion, by the way, an dieser Stelle von dem YouTuber. Von dem YouTuber MrBeast, genau. Gesponsert von irgendeinem Telekommunikationsunternehmen, glaube ich, oder so. Weil der auch wirklich extrem viel Geld, ich glaube 450.000 Dollar oder sowas, am Ende auf dem Spiel stehen. Mhm. Und die haben als letztes Spiel, weil es kein Squid Game in den USA gibt, unsere Idee geklaut. Das letzte Spiel ist Reise nach Jerusalem. Nein. Doch, kein Scheiß. Ja. Und ich finde, da gehört uns ein Anteil dieses Geldes, das da verschenkt wurde. Die haben bestimmt unsere Sendung gesehen und gesagt, ja, die wussten das. Mhm. Ich meine, es ist hochgeladen. Wir haben es live on tape hier. Richtig. Es ist verbrieft quasi. Wir sollten mal eine Anfrage stellen und sagen, you stole our idea. The heck. Ja. So, bevor wir jetzt zu unseren Top 3 kommen, gibt es noch ein bisschen was, weil es ja Ende des Jahres jetzt und man muss ein bisschen aufräumen, ausrümpeln, gibt es noch ein bisschen was, um Jaja Dings zu klären. Oh. Du kannst ganz entspannt sein, Niki, du hast keine Fehler gemacht. Es war nur... Keinem, die zumindest euch aufgefallen sind. Nur David Brückner und ich. Also, vielleicht den schlimmsten Fehler zuerst. Wir haben die Nachricht erhalten auf Instagram, dass ich die Kazoo immer falsch gehalten habe. In diesen bisherigen 29 Folgen von Was mit Film habe ich so gemacht. Dabei macht man so. Das große Stück quasi. Ich fand, es klang trotzdem auch sehr schön, auch wenn es falsch rum war. Das ist wahrscheinlich wie ein alter Mensch, der ein Hörgerät braucht und der dann merkt, wow, so gut kann etwas klingen. Denn jetzt pass mal auf. Okay, I see. Ich glaube, du hast einfach nur die freundliche Variante. Das ist das Potenzial dieser Kazoo. Also, das ist mir 50 Cent wert, dieser Fehler. Es tut mir sehr leid, dass ich die Kazoo-Gilde so mit Schmutz besputzt habe. So. Ich dachte auch eigentlich, du bist professioneller Kazoo-Spieler. Muss ich ja ein bisschen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das auch immer behauptet, aber es war einfach gelogen. Traitor. So, noch schlimmer vielleicht, als wir die Top 3 der Slasher-Filme gemacht haben, habe ich danach eine sehr aufgebrachte Sprachnachricht bei WhatsApp bekommen vom lieben Christian. Danke, Christian, der mich darauf hingewiesen hat, dass zwei der drei Filme, die in meiner Top 3 drin waren, keine Slasher im engeren Sinne sind. Opera ist nämlich ein Giallo-Film und Inside, à l'intérieur, ist ein Home-Invasion-Thriller. Und Slasher gehören dann doch zu einer ganz bestimmten Zeit und haben ganz bestimmte Merkmale, die nicht so unbedingt in diesen zwei Filmen dort gegeben waren. Deswegen mea culpa, mea maxima culpa. Ich mach's besser beim nächsten Mal. Da habe ich doch die Originalität der Top 3 wieder über die Korrektheit gestellt. Und zu guter Letzt, Cabaret hat nicht den Oscar für den besten Film gewonnen. Cabaret ist mit 8 gewonnenen Oscars sogar der Film, der die meisten Oscars gewonnen hat, ohne den Oscar für den besten Film zu gewinnen. Das ist also besonders falsch oder besonders richtig, das kann man sich aussuchen. Aber dieses Glas wird immer voller. Ja, vielleicht wird sich 2022 noch weiter füllen. Ja, du hast uns noch ein paar Streaming-Tipps mitgebracht, oder was heißt Streaming-Tipps, rückwirkende Top-Streaming-Highlights des Jahres 2021. Sachen, die ich mir dachte, dieses Jahr kann man sich ja noch mal angucken, weil war ganz schön. Schieß los. Das ist nichts wirklich Aufregendes, so Squid Game natürlich für alle, die es halt noch nicht gesehen haben, was ich fast nicht glaube. So. Aber es ist interessant, es ist mal was Neues, ein interessantes Prinzip. Und ich habe mir sagen lassen, dass man im besten Fall den im Original guckt mit Untertiteln, weil Koreanisch. Scheinbar, also auf Koreanisch und dann mit Untertiteln, Deutsch, wahlweise Englisch, wahrscheinlich besser, weil scheinbar so ein bisschen die Übersetzung da verloren geht, wenn man es direkt auf Englisch anguckt oder so, dass da gewisse Hinweise sind oder Bedeutungen, die halt einfach entfernt werden, wenn du es nicht im Original guckst. Ein bisschen komisch war es ja schon auch immer, dass irgendjemand sagt, oh, du sprichst ja gutes Koreanisch auf Deutsch oder so. Man denkt, okay, naja, ich check schon, dass ihr eigentlich Koreanisch redet, aber irgendwie ist es komisch. Oder dass irgendjemand sagt, ich nenne dich so und so, das heißt ja kleiner Bruder auf so. Koreanisch. Man denkt, man es halt auch nicht so richtig weiß. Ja, komisch. Dann eine Komödie, die ich glaube von relativ am Anfang des Jahres, Moxie. Ist ein very nice, heartfelt und witziger Film einfach, finde ich. Ist auf Netflix. Und was Dokumentarisches, für die Leute, die ein bisschen gebildeter sind, Bob Ross. Oh, die Bob Ross-Doku. Die ist einfach unfassbar geil. Also sie ist so schön anzuschauen, wie Bob Ross
Formate selber. Ich dachte, es geht um seine Ausbeutung und dass da so mafiöse Strukturen irgendwie hinter sind. Es geht um seine Ausbeutung, es geht so auch um sein Leben und so ein bisschen so die Hintergründe und wie es dazu kam, dass er halt in dieses ganze Ding reingerutscht ist. Aber es ist auch einfach interessant, weil du siehst ihn halt auch ganz viel malen und so. Und es ist einfach wie eine sehr lange Bob Ross-Sendung, die einen glückt. Ist das so dein ASMR? Manchmal. Okay. Manchmal ja, manchmal nein. Und so. Ich weiß nicht, wenn ich ihn sehe, macht er mich einfach kurzzeitig glücklich. Das ist so ein Bob Ross-Ding. Ich glaube, das macht er bei allen Menschen. Ja, ja, doch, das stimmt, ja. Es strahlt diese krasse Friedlichkeit aus. Richtig, umso schlimmer richtig. Natürlich zu sehen dann in der Dokumentation, dass das alles so einen dramatischen Unterbau hat. Eigentlich schon, so. Eigentlich. Wir haben das alle auf YouTube geguckt und einfach nur so... auf YouTube? Im Fernsehen? Im Fernsehen natürlich. Als es noch lief. Ja. So. Du bist älter als ich. Psst, sag das dir nicht. 16. Wir sind beide 16. Für immer. Ja, dann würde ich sagen, nachdem ich diese kleinen Geheimtipps, oder nicht mal die Geheimtipps, sondern einfach Tipps zugute getan habe, lass uns doch am besten in unsere glorreichen drei reinspringen. Das war schon die perfekte Anmoderation. Ich würde mit meinem Platz 3 anfangen. Mach das, bitte. Und zwar ist es ein wundervoller Film, den es zuerst im Kino gab und ich dann erst gestreamt habe. Also es ist vielleicht nicht ganz ein Streaming-Tipp, aber es ist Jungle Cruise. Okay, ja. Aber cool. Also es war einfach mal wieder so ein Abenteuerfilm, weil ich habe das Gefühl, dass lange keine Abenteuerfilme mehr so da waren. Sowas wie Reise zum Mittelpunkt der Erde oder sowas. Und es war mal wieder einfach nice to watch. Geile Visuals, die Storyline war nicht ganz flach und strong Characters. Jetzt, wo du es eigentlich gerade so sagst, es kommt ja Uncharted nächstes Jahr. Mhm. Es gibt so ein, okay, man ist sehr schnell immer dran zu sagen, es gibt ein Revival von irgendwas. Aber du hast recht, wir haben lange keine Abenteuerfilme in dem Sinne mehr gesehen und jetzt kommt Uncharted nächstes Jahr und Indiana Jones 5 ja immer noch irgendwie irgendwann jetzt so gleich jeden Moment. So. Das heißt, zumindest da gibt es so eine kleine Ballung von Filmen, die wieder so ein bisschen in die Richtung gehen. Und das finde ich eigentlich auch cool. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber klingt gut. Ich glaube, den kann man mittlerweile bei Disney schon gucken. For free bei Disney Plus inzwischen? Ja, ich glaube schon. Ja, doch. Okay, dann mache ich das. Auf jeden Fall. Nice. Ja. Mein Platz 3. Estata la mano di Dio. Es war die Hand Gottes, die Hand Gottes heißt der Film auch auf Deutsch, The Hand of God auf Englisch, von Paolo Sorrentino, dem Regisseur, den wir zum Beispiel kennen von La Grande Bellezza oder was hat er sonst noch gemacht? Evri Jugend zum Beispiel, Loro, den Film über Berlusconi vor ein paar Jahren, der große Fellini-Nachahmer-Schmachtfilm. Fetzen-Typ aus Italien, der gerade die ganz großen alte Männerfilme dreht, quasi. Aber man muss sagen, er ist der Beste darin im alte Männerfilm. Und Estata la mano di Dio ist aber ein Film über seine Jugend. Er ist autobiografisch, auch ein bisschen dramatisch. Und ich finde, es ist ein Film, der total irgendwie zur Ruhe gekommen, zu sich gekommen wirkt, nachdem er quasi mit Partymusik und Zeitlupen und unglaublichen Kamerafahrten in zum Beispiel La Grande Bellezza, für den er auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen hat, alles aufgestellt hat, was geht, alle Kameratricks gezogen hat und so weiter, ist er hier wieder ganz ohne Musik zu sich gekommen in kleinen familiären Szenerien. Und der Film hat mir wirklich sehr gut gefallen und mich sehr berührt. Deswegen auf Platz 3, auch auf Netflix zu sehen, ab heute, glaube ich. Oh, dann ist er auch definitiv ab heute auf meiner To-Watch-List. Sehr gut. Hat einen ganz kleinen Kinostart zumindest in Deutschland noch und ich kann ihn wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Nicht, also auch gar nicht unbedingt, wenn man jetzt seine vorherigen Filme gesehen hat, weil er sehr, sehr anders ist. Mhm. Ich finde auch irgendwie, obwohl es paradoxerweise ein jugendlicher Film ist, der Film sehr viel reifer ist als das, was er bisher gemacht hat. Und ja, ein toller Film. Okay. Ja. Gut, hast mich überzeugt. Sold, nehme ich. Good. Nummer 2 ist Cruella. Okay. Yes. Unconventional. Ja, very unconventional. Auch einfach, es ist ein Modefilm, aber gleichzeitig eine Charakterstudie irgendwie. Es ist so ein bisschen dark, also nicht so dieses typische Disney oder so. Und ich weiß nicht, ich finde den Charakter von Cruella, der ist mir so nie richtig... Also als Kind, als ich die geguckt habe, habe ich nie ganz verstanden, wieso sie halt so ein bisschen garstig ist. Und ich finde es ganz schön, da so mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und dass sie sich so eine Story ausgedacht haben, die dahin führt. Mhm. Emma Stone, muss man nicht drüber reden, ne? Und es halt also so als Origin-Story war eine nice Überraschung dieses Jahr. Also unerwartet mein second favorite.
Okay. Kann ich nur so sagen. Hab ihn geskippt, deswegen kann ich nicht widersprechen oder irgendwas dazu sagen. Wenn du Zeit hast und viel Langeweile, guck ihn dir an. Vielleicht kannst du auch nochmal dann mir eine Simse schreiben und sagen, was du denkst. Na gut, eine Simse. Eine Simse. Okay. Welcome to 2009. Geil. Ich bin alt, hast du vorhin gesagt. Apropos alt. Ja. Ich habe nicht gesagt, du bist alt. Ich habe gesagt, du bist älter als ich. Das ist nicht alt. Das ist doch okay, oder? Klar, so. Platz 2. Yes. Das ist tatsächlich der Name dieses Films. Es ist absurd, aber ich muss das so draufschreiben. Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. Das ist tatsächlich dieser Film, der vierte Teil der Neon Genesis Evangelion Filme ist, die komplett nochmal die Serie revidieren und nacherzählen. Ich habe es ja schon in unserer Top 3 90s Anime Serienfolge erwähnt, dass ich großer Neon Genesis Evangelion Fan bin und dieser Film hat den Vogel abgeschossen, muss ich sagen, mit einer epischen Laufzeit, aber bringt wirklich alles so zufriedenstellend und konstruktiv, sage ich mal vorsichtig, zu Ende, nachdem die bisherigen Evangelion-Filme alle immer am Ende den Mental Breakdown eigentlich so als Ende hatten, bringt, was natürlich nicht schlecht ist oder so, was natürlich auch eine Art von Handlung sein kann, aber das hat Evangelion oft wiederholt in verschiedenen Serien und Filmen und hier nimmt das Ganze plötzlich einen anderen Weg zum Schluss. Wohingegen ich auch interessant finde, dass der Film sich weigert, sich 4 zu nennen, sondern 3+1 oder sowas. Dann irgendwie zu sagen, ist es das Ende? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich schon sehr als Ende an und die letzte Einstellung ist, und das ist einfach wunderschön, das muss ich an dieser Stelle einmal spoilern, plötzlich in den letzten 5 Minuten des Films wird der Film nach und nach zum Storyboard. Also die Details werden immer weniger von dem Anime-Film. Das ist ja cool. Und irgendwann sitzt die Person da halt nur noch so als Strichmännchen, einfach so. Out of context, komplett so. Die Soundtrack-Musik läuft einfach weiter, auch ein wunderschöner Song und ein toller Soundtrack. Und dann geht der Film einfach wieder plötzlich in der normalen Anime-Form weiter, eine Minute oder so. Und dann laufen die Charaktere aus so einer U-Bahn raus an die Oberfläche, die Drohne fährt hoch und wir sind im Realfilm plötzlich. Ist das ein Zeichen, dass nach 3.0+1.0 jetzt 3.0+2.0 kommt, weil eben mit diesem Storyboard sich auf einmal eine neue Storyline auftut? Aber 3.0+2.0, das wäre 5, ja. Ja, genau, das, mathematisch ergibt das Sinn. Ich glaube, es ist vorbei, aber es hatte dieses ganz plötzliche... Es ist niemals vorbei im Anime. Oh ja, aber ich hoffe doch schon so. Also wenn ihr die bisherigen Filme gesehen habt, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Und ich finde, das ist so kunstfertig am Ende. Ich habe null Ahnung, was das bedeuten soll, dass wir erst in den Storyboard und dann in die Drohnenaufnahme gehen. Aber ich fand das am Ende, das hat mir so den Kopf aufgeschraubt. Und ich dachte, wow, was man eigentlich alles machen kann im Film. Das weckt einen nochmal so richtig auf und sagt, womit gebt ihr euch eigentlich zufrieden? Es geht so viel. Es ist alles möglich, Leute. Und ich dachte, ja, geil. Dein Platz 1, ich bin so gespannt. Oh, wir müssen Pace aufnehmen, es ist gleich die Sendung vorbei, wir haben noch gar keinen. Ist wahrscheinlich auch jetzt very unspektakulär und ich habe mich echt schwer getan, weil es dieses Jahr schon so ein, zwei Filme gab, die mir getaugt haben, so fast auch alles, was animiert war, muss ich zugeben, so auch Mitchells vs. the Machines. Aber letzten Endes bin ich einfach in meinem Herzen Team Ryan Reynolds und deswegen ist es obviously, Free ganz, guy. Ganz obviously, ich kann einfach nicht anders. Okay. Ich brauche dazu, glaube ich, auch nichts sagen. Man sieht's. Ich liebe es einfach. Ist das Ryan Reynolds Gesicht auf deinem Gesicht? Das ist das Ryan Reynolds Gesicht. So. Irgendwann. Okay. War das, ich überlege gerade, was hatte Ryan Reynolds noch so für Kinostarts dieses Jahr? Kinostarts war es ja nicht. Red Notice war nicht im Kino, oder? Streaming-Starts. Aber ich meine, trotzdem muss es ja was gegeben haben, dass dir an Free Guy noch mal sehr viel besser gefallen hat als an Red Notice. Es war nicht nur Ryan Reynolds, sondern... Es gibt noch eine zusätzliche Qualität. Ich glaube einfach die Storyline einfach. Red Notice war halt einfach wieder so ein Heist-Movie, wo du absehen kannst, dass da sicher ein zweiter und ein dritter Teil kommen wird. Bei Free Guy ist es so, es ist in sich stimmig und es muss kein neuer Teil kommen. Es war halt einfach cool, so dieses Gaming mit Film mal vermischt zu sehen, auf eine innovativere Art und Weise. Jetzt nicht so nur Jumanji-Style-mäßig, sondern halt auch, weiß nicht. Ich kann dir gar nicht mal richtig beschreiben, was mir daran gefällt. Es war witzig, es war... bunt, es war knallig, es war innovativ. Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, das hat mich mitgenommen. Und irgendwie sehe ich gerade, dass alle meine Sachen aus dem Hause Disney kommen. Oh. Und ich habe tatsächlich alle 3 Filme von dir nicht gesehen. Und du wahrscheinlich. Oh nee, meinen letzten hast du gesehen, das weiß ich. Hm? Das stimmt. Aber wir haben sehr unterschiedliche Top 3. Das finde ich gut. Wir haben es diverse gemacht. Ja. Dann können wir uns auch mal heimlich streiten darüber. Aber ich glaube, beim ersten Platz sind wir uns vielleicht einig, dass es ein guter Film ist. Er ist vielleicht auch schon angeteased im Bühnenbild. Redest du von dem Soundtrack der Woche? Ja, es geht um Luca.
Ah, ja. Parliamo di Luca. Silenzio, Bruno. Silenzio, Bruno. Silenzio, Bruno. Ja, ja. Also, wir haben ja schon mal drüber geschwärmt, aber es ist einfach ein ganz wunderbarer Animationsfilm mit so tollen Slapstick, wie ich ihn lange nicht mehr gesehen habe, auf jeden Fall. Generell ein tolles Jahr für Animationsfilme, muss ich sagen. Genau, hast du ja auch schon gesagt. Deswegen fiel es mir da so schwer und ich wollte nicht zwangsläufig irgendwas Animiertes da reinmachen, sonst hätte ich mich Kopf und Kragen geredet wahrscheinlich. Aber Luca ist ein sehr würdiger und sehr toller Platz 1. Luca. Nein, wirklich. Also ich finde aber auch inhaltlich wirklich toll, diese ganzen komischen Streitereien, die es jetzt da im Nachhinein gab, finde ich überschatten. Das ist wieder so ein bisschen, wo ich denke, das war alles so sinnlos. Das hätte man sich einfach sparen können. Ich finde, der Film spricht für sich schon eine recht deutliche Sprache und das muss mir Disney nicht unbedingt nochmal bestätigen. Ich glaube, ich weiß, was es bedeutet. Und ich finde, es ist einfach ein toller und herzerwärmender Film, den ich gerne im Kino gesehen hätte. Ich weiß, Disney und Pixar sind schreckliche, seelenlose Horrorfirmen, so, die ich jetzt hier nicht nochmal besonders supporten möchte. Aber Luca ist einfach ein toller Film. Ja, das ist ihm sehr gut gelungen. Also man muss wirklich sagen, das ist auch von der Story her cute gemacht. Und auch einfach dieses, wie du ja schon gesagt hast, ist Call Me By Your Calamari. Nein, Calamari By Your Name. Call Me By Your Calamari finde ich auch gut. Und ich will aber auch noch Encanto sehen. Dazu bin ich noch nicht gekommen, den zu sehen. Ich glaube nämlich, der ist auch noch ganz gut einzuordnen. Große Empfehlung von Antje an dieser Stelle. Kann man auch nachhören, anstellen. lass uns vielleicht noch ganz kurz den Bogen schlagen zum Luca-Soundtrack. Yes. Ich muss ein bisschen noch relativieren. Der Soundtrack ist ganz süß, aber jetzt auch nichts super Besonderes. Dan Roma heißt da, glaube ich, der Composer, den gemacht hat. Und es geht sehr hart in so eine Alexandre Desplat-Richtung, der einfach so krass die Soundtrack-Landscape geshaped hat in den letzten Jahren. Das ist wirklich krass. Alles klingt mehr oder weniger inzwischen so wie er. Diese vorher war es ja Hans Zimmer. Also ist eher es ist besser. Es ist besser geworden so. Okay. Ich mag das eigentlich auch, aber ich habe es auch langsam ein bisschen über. Es ist auch ein sehr simpler Soundtrack, aber er funktioniert schon. Er ist sehr wirkungsvoll. Was aber toll ist an Luca, ist, dass er ja auch noch Songs hat, also italienische Schlager, die er wirklich einspielt. Und ich habe gesehen, in meiner Spotify-Jahresrückblicks-Session war tatsächlich der Abspann-Song von Luca auf Platz 1 der meistgehörten Songs des Jahres 2021. Das ist cool. Deswegen habe ich mich gezwungen gesehen, hier Luca hinzustellen, auch wenn es nicht wirklich jetzt genau dieser Soundtrack ist. Aber La Città Vuota von Mina, der großen italienischen Sängerin. Top-Lied, toller Abspann-Song, bestes Lied des Jahres 2021, obwohl es nicht aus diesem Jahr ist. Tippitoppi, kann ich nur empfehlen. Hast du deine Spotify-Jahresrückblicks-Dingsbums? Hörst du Spotify? Ich höre Spotify, böse, aber mein Spotify ist wirklich sehr böse. Mein Algorithmus, ich glaube, der straft mich einfach für manche Sachen, die ich dann so zwischendrin suche. Und ich benutze mein Spotify sehr, sehr selten. Wir benutzen meistens meine Mitbewohnerin ihr. Weil bei ihr einfach wirklich der Algorithmus besser funktioniert. Bei mir ist es nur Trash. Was war dein Top-Song? Willst du es verraten? Weißt du es noch? Nee, keine Ahnung, absolut. Okay. Wir können noch mal nachgucken. Ich kann es dir schreiben. Okay, das wird nachgereicht. Genau. So, bevor wir jetzt zum großen Abschluss kommen, Niki, du verlässt uns. Das war deine letzte Ausgabe von Was mit Filmen, bei der du hier auf diesem Stuhl saßt. Yes. Du wirst fehlen, so viel kann ich sagen. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen traurig. Ja. Also auch sehr traurig eigentlich. Nur man muss ja doch manchmal Entscheidungen treffen, die nicht so schön sind. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ich hier sein durfte bisher. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du da warst. Es war mir ein inneres Filmeschauen, ein innerer Kinobesuch, dass du hier saß auf diesem Stuhl. Das ist so schön. Es hat viel Spaß gemacht und auch deine Lache wird mir sehr fehlen. Nicht nur die, aber unter anderem auch. Das war wirklich sehr schön. Ich kann es ja so aufnehmen, dann hast du wie so einen Soundcomputer, der dann schmeißt immer die Lache ab. Ja, und es kommt die Lache. genau diese gerade. Und du bist natürlich immer ein gern gesehener Gast hier bei Was mit Filmen? Sehr, sehr gerne. Komme ich mal bestimmt wieder. Und aus diesem Grund haben wir dir noch, Niki, eine kleine Matz zum Abschluss zusammengebastelt, die Niki Abschieds-Sentimentalitäts-Matz. Cringe. Viel Spaß. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Was macht es? Du siehst aus wie ein sehr, sehr trauriger Typ aus einer Boyband, die gescheitert ist. Vor Jahrzehnten. Aber man kann sich doch nicht 6 Stunden lang enttäuschen, oder? Wenn man so richtig genervt ist. Ich glaube, es gibt Leute, die in längeren Beziehungen waren. Nee, sorry. Das habe ich voll vergangen. Das war Antje mit ihren frischen Filmen zu... Willkommen zurück. Nee, das wäre eine Frage. Willkommen zu weiter da. Nochmal. Ziemlich warm unter diesem Schuh. Willkommen zurück. Das waren Antje Wessels frische Filme. Und wir machen hier nicht auf keinen Fall. Ich übe das nochmal heimlich vom Spiegel. Alles klar. So, das war deine Abschiedsmatz. Credits gehen raus an Niklas, unseren Cutter, der auch sonst alle Episoden von Was Niklas mit Film in diesem Jahr geschnitten hat, sich durchgequält hat durch unser schreckliches Originalmaterial wahrscheinlich. Danke dafür, Niklas. Dank. Diese vielen Stunden, die du damit verbracht hast, unsere Gesichter anzugucken, das kann nicht leicht gewesen sein. Und Grüße und Dank geht natürlich auch raus an Fran, an Stefan, an Matthias, hallo an Stefan. Antje. Hallo Stefan, hallo an alle Leute in der Kamera, die dabei waren. Habe ich jemanden vergessen? Nein, ich hoffe nicht. Michael, Matthias, Dominik natürlich Dominik, auch an dieser Stelle, klar. Social Media. Alle lieben Bettina. Menschen. Bettina vor und hinter der Kamera bei Fred Carpet. Grüße und Liebe. Ja. Wir müssen es noch aus... Also, ja, natürlich. Dich zwinge ich nicht zum Exen, aber... Klar, wenn dann schon richtig. Okay, na gut. Cheers. Okay. Ich habe mich sehr bemüht, nicht diese Kaffeebohnen zu trinken. Mhm. Mhm. Es ist dir gelungen, besser als mir auf jeden Fall. Du siehst, mein Glas ist komplett leer. Ich habe 10 Kaffeebohnen gegessen, das war schrecklich. So, wir sollten jetzt Schluss machen, bevor wir zu angeschäkert sind. Also, in dem Sinne, nehmt teil an unserem Gewinnspiel. Wir freuen uns auch darauf zu hören, was euer Lieblingsfilm, nicht Geheimtipp, das schreibt ihr ins Formular, aber Lieblingsfilm oder Flopfilm des Jahres 2021 war. Schreibt es in die Kommentare, lasst uns ein Abo da, drückt die Glocke und sonst hören und sehen wir uns im Jahr 2022, hoffe ich. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein frohes Weihnachtsfest und was wünscht man sonst auch so? Gesundheit? I don't know, ich weiß nicht. I guess. Bleibt Corona-frei und schaut viele gute Filme im Stream, wenn es nötig ist und sonst auch gerne im Kino, wenn es wieder geht und ihr nicht in Sachsen wohnt. Danke auch von mir. Nochmal für die schöne Zeit. Vielleicht komme ich ja wieder. Niki out. Bis dann.